So Leute, mir wurde gerade von unserem Videocutter berichtet, dass keine Videos mehr für heute verfügbar sind, weil ich hatte ja einige vorproduziert, weil ich ja jetzt meine Studiumsprüfungen hatte. Und nachdem die jetzt gerade over sind, dachte ich, nehme ich einfach dieses spontane Video mal für euch auf. Einfach hier aus dem Taxi, hilft ja nichts. Und zwar würde ich euch unbedingt mal mitteilen, was ihr aus meinen Psychologieprüfungen für eure Abiturprüfungen lernen könnt. Und zwar erstens, wenn ihr euch mal anschaut, wie ich gerade angezogen bin, so ihr kennt mich eigentlich immer nur im Hemd unterwegs und auch wesentlich besser rasiert. Das liegt einfach daran, dass es extrem wichtig ist, dass ihr genauso angezogen seid. Also es ist nicht so wichtig, müsst ihr nicht, aber es ist sehr sinnvoll, wenn ihr es macht, dass ihr genauso angezogen seid in der Prüfung, wie ihr auch beim Lernen seid. Es hat einfach damit zu tun, dass unser Kopf immer dann die Informationen abrufen kann, wenn die Hinweisreize sozusagen gleich sind. Das heißt, wenn ich die gleiche Farbe von meinem Pullover sehe, wie ich die Information aufnehme, wie wenn ich sie dann auch abgeben soll in der Prüfung, das hilft einfach extrem krass. Dann natürlich auch alle anderen Dinge. Ich fokussiere mich, gerade wenn ich lerne, nur auf das Lernen. Nur auf das Lernen. Heißt nicht, dass ich nur lerne. Es bedeutet auch Schlafen, Essen, solche Dinge. Aber ich gerade da, wo es bei mir so ist, dass ich dadurch, dass ich immer nur Traumabitur-Coaching mache, Traumabitur-Coaching und dann, weil es für mich nicht wichtig ist, dass ich irgendwie 1,0 in meinem Studium schaffe, sondern ich will nur mindestens 2,49, was ich aber easy schaffe, erreichen will, um dann vom Bachelor auch den Master in Psychologie noch zu machen. Dadurch, dass ich nicht als Ziel habe, unbedingt das Allerbeste zu haben, reichen mir zum Beispiel auch nur 3 bis 5 Tage Vorbereitung. Das ist natürlich im Vergleich zu anderen Psychologiestudenten wesentlich weniger, ich würde vielleicht 5% oder so. Und das liegt einfach daran, warum ich das zum Beispiel schaffe, liegt daran, die Zeit, die ich mir dafür nehme, auch wenn es sehr wenige Tage sind, aber die Zeit, die ich mir nehme, nutze ich zu 100%. Ja, könnt ihr euch mal selbst überlegen, ob ihr das schon schafft. Das ist die wichtige Komponente. Dann die zweite wichtige Sache ist, ich weiß, wie ich lerne. Das ist das Entscheidende, weil wenn du kannst so viel lernen, wie du willst, wenn es mit der falschen Strategie ist, dann bleibt hier oben im Endeffekt einfach nichts hängen. Und drittens eben hier auch, wie die Kleidung, das ist einfach das, du musst es schaffen, die Informationen, die hier oben im Kopf abgespeichert sind, in der Prüfungssituation auch abrufen zu können. Das heißt, sei nicht zu nervös. Ich weiß, es ist leichter gesagt als getan. Da besprechen wir auch viel im Traumabitur-Coaching bei uns mit unseren Teilnehmern. Ihr könnt euch auch mein Video nochmal zu Prüfungsangst anschauen, wenn ihr damit Probleme habt. Weil all diese Sachen, das ist so wichtig, dass ihr es schafft, weil jeder fokussiert sich immer nur darauf, wie kann ich möglichst viel lernen. Aber ihr werdet für die Abiturprüfung sowieso gut lernen. Das, was eigentlich den Unterschied zwischen denjenigen macht, die dann schlussendlich wirklich ihre 13, 14, 15 Punkte erreichen und diejenigen, die, obwohl sie viel gemacht haben, dann eigentlich ja, sich alles wieder verkacken, liegt einfach an denen, oder der Unterschied liegt darin, dass die einen Leute eben dann, wenn es drauf ankommt, schaffen auch die Performance abzurufen und die anderen eben nicht. Und das merke ich zum Beispiel hier bei meinen Prüfungen auch immer. Ja, ich meine, ich sehe da zum Beispiel jede Prüfung sehe ich immer wie so ein Wettkampf. Nicht mit anderen, sondern mit mir selbst. Ihr wisst, ich habe 10 Jahre lang Triathlon gemacht. Und da war es für mich einfach so, die letzten 10 Minuten, die letzte Stunde vorm Training, beziehungsweise vorm Wettkampf, ja, da bin ich immer noch mal krass in mich gegangen. Ich rede da mit niemandem und so weiter. Und das gleiche empfehle ich euch auch für eure Prüfungen. Weil wenn ihr das macht, dann seid ihr richtig krass im Fokus und dann werdet ihr auch die Noten bekommen, die ihr schlussendlich euch auch verdient habt. Deswegen in diesem Sinne, ab morgen kommen wieder normale Videos. Schreibt mir bitte mal unbedingt in die Kommentare erstens, ob ihr dieses Jahr Abitur habt und zweitens, was ihr dann studieren wollt. Das würde mich mega stark interessieren. Und jetzt meine Fahrt auch hier schon hier. Jetzt bin ich gleich am Hauptbahnhof hier in Köln. Ihr wisst ja, ich habe ja Fernstudium, deswegen schreibe ich immer in anderen Chat meine Prüfungen. Und jetzt bis dahin, denkt dran, ich glaube an dich. Wir hören uns im nächsten Video. Dein Leo.